Vielen Anglern sind die Gefahren durch die sogenannte Grundsee unbekannt. Die meisten kennen nur die Begriffe Welle oder Brandung. Man schaut aufs Meer oder an die Uferkante und schätzt die Situation ein. Besser ist es, sich mittels einer Wellenvorhersage auf das Angeln am offenen Meer vorzubereiten. Dabei werden allerdings die Zahlen oft falsch interpretiert. Es wird nur die Wellenhöhe, der Wind und die Richtung betrachtet. Wichtiger ist allerdings der Zusammenhang zwischen Wellenhöhe und der Wellenlänge. Nur diese beiden Parameter zusammen lassen eine Aussage über die Grundsee zu, werden zum Beispiel Wellen von 1 Meter Höhe bei einer Länge von 5 Sekunden vorhergesagt. Ist es nur ein leichter Wellengang, wird dagegen bei identischer Wellenhöhe eine Länge von 20 Sekunden angezeigt, kann sich, je nach Küstenzone, eine unberechenbare und gefährliche Brandung aufbauen. Selbst bei Windstille, so können auch erfahrene Angler überrascht werden, wenn sie unkonzentriert und abgelenkt sind. Hier ist es gerade noch einmal gut gegangen. Der Angler war professionell auf ein solches Szenario vorbereitet. Schuhe mit Filzsohlen und Nägeln, Handschuhe und eine reißfeste Langhose. Man kann sich vorstellen, was hätte passieren können, wenn der Sturz nicht frühzeitig abgefangen worden wäre. Weitere Tipps in folgendem Leitfaden für den Meeresangler.